Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. Ja, hallo, heute möchte ich mit der Tutorial-Reihe weitermachen. Ich habe ja auch eine ganze Menge Fragen und Kommentare erhalten. Erstmal vielen Dank für die vielen positiven Kommentare, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Auch für die Fragen, das ist immer gut, wenn ihr mir Fragen stellt, dann kann ich dazu ein Video machen. Trotzdem möchte ich das ein oder andere jetzt erstmal nach hinten stellen und hier mit der Reihe an sich weitermachen, um auch den Neueinsteigern weiterzuhelfen oder sie die voranzubringen. So, die Ordnerstruktur hatten wir ja bereits erstellt und wir starten jetzt mal das KiCad selber und ich möchte euch heute mal hier die Startoberfläche näher bringen und auch hier die einzelnen Dateien, was sich da so dahinter verbirgt. Ihr könnt das hier entsprechend über das Shortcut, über den oder über das Desktop-Icon starten. Ihr könnt euch das in die Taskleiste hier unten legen oder eben hier über das Menü starten. Das ist im Windows genau das gleiche wie im Linux. Und wenn ihr das Projekt startet, dann ist das im Prinzip eigentlich alles erstmal leer. Und zwar werde ich mal hier das Projekt schließen. So zeigt sich eigentlich der allererste Startbildschirm, wenn man jetzt KiCad zum ersten Mal installiert hat. Und dann möchte ich mal anfangen. Hier auf der linken Seite haben wir mal die einige Buttons, die ich gleich vorstellen werde. Dann haben wir hier in der Mitte das Projekt Dateien und Ordnerfenster. Wir haben hier rechts unsere Workbenches, unsere Arbeitsumgebungen, hier einmal den Schaltplan-Editor, den Symbol-Editor, den Leiterplatten-Editor, den Footprint-Gerber-Editor, Gerber-Betrachter, Bildumwandler, Berechnungswerkzeuge, den Zeichenblatt-Editor und seit Version 6 hier auch neu diese Plugin- und Content-Verwaltung. Dazu werde ich dann in späteren Videos drauf eingehen. Und wem es vielleicht schon aufgefallen ist, hier KiCad 7 in der Linux-Variante haben wir jetzt auch deutsche Sprachdateien. Die sind hier über die automatische Nachinstallation beim letzten Update mit installiert worden. Also hier jetzt auch wieder deutsche Oberfläche wie gewohnt. Und wir haben hier oben natürlich nochmal das normale Menü. Und hier oben sehen wir einmal, dass jetzt hier in dem Fall kein Projekt geladen wurde. Und es sich hier um die KiCad-Version 7 handelt. Wenn ich jetzt also hier ein neues Projekt erstellen möchte, dann habe ich hier diese Button zur Verfügung. Das sind im Prinzip kurze Shortcuts hier zum Dateimenü. Die finden sich auch hier alle wieder. Ich fange aber erstmal hier an. Wir haben einmal den Button Neues leeres Projekt erstellen. Das ist hier über den Shortcut Steuerung N, kann ich das auch tun. Oder ich klicke hier einfach drauf. Dann gelange ich in einen Ordnerauswahldialog. Dort kann ich jetzt auswählen, wo ich mein Projekt erstellen möchte. Und zwar gehe ich jetzt mal hier eine Ebene zurück, denn mein letztes Projekt hier war mein erstes Projekt. Das hatte ich hier schon mal als Test angelegt. Und wir sind jetzt also hier in der Ebene KiCad 7. Projekte, das war der Ordner, den wir uns ja erstellt hatten im letzten Video. Und wenn ich jetzt hier oben eingebe, mein erstes Projekt nehme ich jetzt hier mal raus und sage jetzt hier mein zweites Projekt. Ihr vergebt natürlich ordentliche Namen. Und dann habe ich hier meinen Projektnamen vergeben und ich sage hier speichern. Dann wird das Projekt jetzt angelegt und ich habe hier in meinem Projektdateien Verzeichnis die entsprechenden angelegten Dateien. Dann habe ich hier den zweiten Button, das ist jetzt der Button Öffnen. Ich kann also jetzt hier wieder zurückwechseln. Ich sehe jetzt hier meinen Projektordner. Es wird immer zu jedem Projekt ein Unterordner angelegt. In dem Fall jetzt hier in dem ausgewählten Projektordner. Ich kann also jetzt hier wieder zurückwechseln in mein erstes Projekt. Jetzt sehe ich hier unten schon KiCad Projekt PRO-Datei. Die wähle ich jetzt hier einfach an. Entweder Doppelklick oder ich wähle sie aus und sage hier öffnen. Und wir sehen, jetzt ändert sich hier der Projektdateienbaum und wir haben hier wieder unser erstes Projekt ausgewählt. Also neu anlegen, öffnen, das sollte eigentlich soweit selbsterklärend sein. Die nächsten zwei Buttons haben jetzt folgende Funktion. Und zwar kann ich hier Archive erstellen, indem ich jetzt zippe.
Wenn ich jetzt ein Projekt irgendwann einmal abgeschlossen habe, möchte ich vielleicht das entsprechend sichern oder ich möchte irgendwelche Zwischenstände mal speichern und damit das alles beieinander ist und vor allen Dingen auch nicht so groß ist, kann ich das archivieren, indem ich jetzt hier draufklicke. Ich wähle hier, also das Projekt ist ja schon ausgewählt. Ich gehe jetzt mal hier einen Ordner höher. Ich könnte mir jetzt auch hier im KiCad 7 an sich mal einen neuen Ordner anlegen. Machen wir es doch einfach mal. Ich gehe mal hier oben drauf, neuer Ordner und nenne den mal Archiv. Das könnte ich durchaus machen. So, dann bin ich da drin und wir sehen jetzt hier oben, haben wir den Projektnamen, in dem Fall mein erstes Projekt.zip. Ich kann hier unten noch auswählen, welches Format ich haben möchte. In dem Fall ist hier nur ZIP möglich. Theoretisch könnte ich jetzt hier auch ein anderes Archiv, aber KiCad bietet jetzt hier nur ZIP an. Und ich sage hier einfach speichern, klicke da nochmal drauf und damit ist mein Projekt archiviert in einem ZIP-File. Und wenn ich natürlich auch so ein Projekt wieder entpacken möchte, kann ich natürlich hier mit dem nächsten Button draufgehen, gehe jetzt hier in meinen KiCad-Ordner, sage, ich habe jetzt hier meinen Archivordner, mache da einen Doppelklick drauf und wir haben hier unser ZIP-File, das kann ich dann auswählen. Ich kann jetzt hier natürlich viele drin haben, wähle das entsprechend aus und klicke auf Öffnen und das wird hier wieder geöffnet, Projekt. Machen wir es mal. Ich gehe mal hier drauf, öffnen. Jetzt fragt er mich, wo er das hinhaben möchte oder wo ich das hinhaben möchte, ob ich das jetzt hier in mein erstes Projekt haben möchte oder in den oberen Ordner, je nachdem, in das Zielverzeichnis. Ich gehe mal eine Ebene nach oben und wir sagen mal öffnen. Und damit wird das auch automatisch jetzt wieder in den alten Ordner hineingepackt. Die Dateien werden überschrieben. Ich empfehle da vielleicht vorher den Ordner umzubenennen, wenn man sowas macht, dass man auch verschiedene Projektstände sauber voneinander trennt. Was er nicht machen dürft, wenn er jetzt hier in das In dem Unter, also in dem, ich bin ja eine Ebene nach oben gegangen mit meinem Verzeichnis. Wenn er jetzt im Verzeichnisordner selber stehen geblieben wäre, hätte es jetzt im Projektordner mein erstes Projekt einen zweiten Ordner gegeben mit mein erstes Projekt. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, ich zeige es hier nochmal. Ich gehe nochmal hier in meinen KiCad 7 hinein. Projekte. Ich mal hier, mach das mal groß. Wir haben jetzt hier mein erstes Projekt. Wenn ich das jetzt hier drin entpackt hätte, dann würde jetzt hier ein zweiter Ordner mein erstes Projekt entstehen. Das sollte natürlich nicht sein, sondern entweder man geht dann hier auf die Ebene höher, Projekte, oder man benennt vorher diesen Ordner um, wenn es da zu Namensgleichheiten kommt. Wenn wir hier schon mal drin sind, ich mache das hier mal ein bisschen größer. Ich hoffe, ihr könnt das dann im Video gut sehen. Dann gehe ich gleich mal hier in meinen Ordner hinein, der ja angelegt wird beim Erstellen eines neuen Projektes. Und wir sehen, das sehen wir auch hier im Dateifenster, im Projektdateifenster, wir sehen also hier mal das Projekt selber und wir hier sehen hier den Backup-Ordner. Wir haben also hier schon drei Backups drin liegen. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, kann ich das hier vergleichen. Wir sehen, wir haben jetzt hier drei ZIP-Dateien. KiCad erstellt automatisch immer in den Einstellungen festzulegen, je nachdem wie viele Minuten, das zeige ich euch noch, wenn wir bei den Einstellungen sind, kann ich hier automatisch so ein Backup machen lassen. Dann wird also im Prinzip immer automatisch das Backup hier erstellt. Ich kann hier mal draufklicken, dann sehen wir hier, das ist also jetzt hier der Stand, Datum, Uhrzeit und da ist immer hier der aktuelle Stand. Ich glaube, ich habe jetzt hier eingestellt alle 5 Minuten oder sowas. Dann wird das also hier automatisch gespeichert. Ich kann also auch hier aus diesen ZIP-Dateien eventuelle ältere Projektstände wieder zurück generieren und erstellen. Wenn ich jetzt hier nochmal reingehe in meinen Ordner, sehen wir jetzt hier 4 Dateien. Hier im Projektbaum, ich mache mal hier das wieder, minimiere das mal, sehen wir jetzt hier nur den Schaltplan und das Leiterplattenlayout. Hier oben diese Datei ist das die Projektdatei. Hoppala. Das sehen wir jetzt hier. Das Projektdatei ist hier die oberste. Hier im Fenster. Ich schiebe das mal hier ein bisschen runter. So. Also wir haben hier oben einmal die KiCad-Pro. Das ist diese Datei. Dann haben wir hier mein erstes Projekt KiCad-PCB. Das ist diese Datei hier.
Und keycat-sch ist dann hier diese Datei ganz rechts. Das ist jeweils einmal das Projekt selbst, der Schaltplan und die Leiterplatte. Was wir jetzt hier nicht sehen, ist hier nochmal so eine zusätzliche Konfigurationsdatei, die heißt keycat-prl. Die Dateien sind jetzt im Moment alle relativ klein. Da wir ja noch nichts angelegt haben, keine Bauteile, nichts, haben wir hier also nur ein paar Bytes. Das Schöne bei KiCad im Gegensatz zu anderen Programmen ist, wir können alle Dateien auch händisch im Zweifel editieren. Das ist manchmal oder hat mir in der Vergangenheit gerade bei vorangegangenen Versionen oftmals geholfen, wenn man doch mal einen Fehler hatte. Ich öffne das hier mal mit der Textbearbeitung und wir sehen, dass es hier also, ich mache das mal hier ein bisschen größer. Wir sehen, dass es jetzt hier also alles lesbarer Code. Das gilt für den Schaltplan, für die Leiterplatte, für die Projektdatei, für alles entsprechend lesbarer Code. Und wir sehen also hier jetzt nichts weiter drin. Das Papierformat A4, Symbol Instances. Da ist erstmal noch nichts hinterlegt. Und hier oben sehen wir, das ist ein Schaltplan. Die Version des Schaltplan-Editors ist hier Stand 21.01.2023 und der Generator war der EE-Schema. So heißt die interne Bezeichnung für den Schaltplan-Editor, heißt hier im KiCad EE-Schema. Und damit wurde das erstellt. Wenn jetzt eine neue KiCad-Version rauskommt, die einen neuen Kompilierungsstand hat, später als 2023, dann würde die Meldung erscheinen im Schaltplan-Editor zum Beispiel, dass diese Datei mit einem älteren Editor erstellt worden ist und dass sie beim nächsten Speichern im neuen Format abgespeichert wird oder zumindest mit den Einstellungen des neuen Editors. So, auch hier schauen wir mal hier in die Projektdateien rein. Hier sehen wir jetzt mal schon ein bisschen mehr. Ich mache das auch noch mal ein bisschen größer. Hier sehen wir also jetzt so verschiedene Grundeinstellungen. Zum Beispiel hier Board-Outline, Linienstärke 0,1 Punkt, 0,1 Punkt, Copperline-Breite 0,2 und so weiter und so weiter. Das sind also im Prinzip alles Einstellungen, die ich in der Oberfläche mache. Die werden hier dann entsprechend abgespeichert und ich kann hier notfalls auch mal nachschauen, wenn irgendwas nicht passt, ob jetzt das hier eventuell daran liegt. Das hat mir, wie gesagt, bei der Fehlersuche schon weitergeholfen. So, das geht also mit allen Dateien. Kommen wir hier wieder dazu, können wir hier mal wieder zumachen. Ich gehe hier mal zurück in meine Oberfläche, mache auch mal hier den persönlichen Ordner zu. Dann haben wir hier unten nochmal das Projekt nochmal neu laden. Ich kann also, wenn jetzt hier eine Datei mal nicht angezeigt werden sollte, die ich da möglicherweise reinkopiert habe in den Ordner oder die angelegt wurde, wie auch immer, kann ich hier F5 drücken oder eben die Ansicht erneuern, dann sollte die hier wieder auftauchen. Und ich kann, wenn ich nicht weiß oder mir das zu lang ist, mich jetzt hier durch meinen Datei-Explorer zu klicken, auch hier einfach auf diesen letzten Button klicken. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Und sage hier Dateipfad öffnen und ich stehe hier sofort in dem Pfad, in dem ich jetzt dieses Projekt angelegt habe. Das könnte jetzt auch im Windows zum Beispiel ein Netzlaufwerk sein oder was weiß ich. Ja, so müsste ich mich jetzt hier über den Datei-Explorer durchklicken und über diesen Button hier unten, mach's mal wieder zu, über diesen Button hier unten stehe ich dann gleich direkt in dem Ordner drin, wo ich das Projekt liegen habe. Das ist also ein ganz schneller Weg, ohne dass ich da hier große Klickorgien durchführe. Dann haben wir hier oben das Menü Datei. Hier finden wir nochmal wieder unsere Buttons. Und zwar haben wir ja schon gesagt, hier Archiv archivieren, Archiv entpacken. Wir können hier zusätzlich noch das Projekt schließen. Wir können das Projekt zusätzlich noch unter einem anderen Namen speichern, falls das mal vonnöten sein sollte. Hier haben wir auch die Möglichkeit, aus anderen Programmen zu importieren, zum Beispiel hier aus CatStar oder aus Eagle. Dann wird aus diesem Eagle-Projekt, also wenn ich diese BR Eagle-Dateien habe, kann ich mir hier draus ein KiCad-Projekt erzeugen. Da gehe ich aber später noch mal drauf aus. Wenn ihr jetzt ein Eagle-Projekt zum Beispiel hier importiert, nutzt da bitte nur den Schaltplan und macht dann aus dem Schaltplan eine neue KiCad-Leiterplatte direkt importieren aus Eagle und dann im Leiterplatten-Editor bearbeiten. Das habe ich schon ein, zwei Mal ausprobiert. Das finde ich nicht so prickelnd. Das gibt doch eine ganze Menge Probleme, wo man am Ende zu dem Schluss kommt.
aus dem Schaltplan eine neue Platine zu machen, ist schneller und einfacher. Aber das nur am Rande. So, dann kann ich hier nochmal auswählen zuletzt geöffnete Dateien, also was ich hier so in letzter Zeit alles geöffnet hatte. Ich kann diese Liste auch leeren. Hier nochmal Projekt öffnen. Und was ich hier noch zusätzlich habe, ist die Funktion Steuerung T. Da bitte ich auch gleich mal an dieser Stelle, merkt euch oder fangt schon mal an, euch den einen oder anderen Shortcut zu merken. Ich gehe ja immer wieder drauf ein. Mit Shortcuts könnt ihr einfach schneller arbeiten. Und hier kann ich mir nochmal aus einer Vorlage erstellen lassen. Es gibt hier einige Vorlagenauswahlen, die spezielle Einstellungen mitbringen. Zum Beispiel eben hier ein Arduino Nano oder Micro. Das sind dann hier in der Platine dann schon dieser Micro ist dann hier schon vorgegeben. Wenn ich zum Beispiel für einen Arduino Nano ein Child entwickeln möchte, dann kann ich diese Vorlage schon nutzen oder für den Mikro, je nachdem, kann ich dann entsprechend hier so eine Vorlage nutzen. Dann habe ich hier im Prinzip schon meinen Leiterplattenumriss und meine richtigen Pads, die ich dann benutzen muss, etc. etc. Und da habe ich hier so verschiedene Vorlagen, unter anderem eben auch hier Eisler Two-Layer Komplex. Diese Vorlage, wer jetzt bei der Firma Eisler seine Platinen machen lässt, den würde ich da empfehlen, hier diese Vorlage gleich zu nutzen. Dann hat er definitiv auch aus diesem Template heraus gleich die richtigen Einstellungen. Wir sehen es hier schon für die Firma Eisler, für die Firma, also für die Herstellung sozusagen, sind dann gleich schon die richtigen Design Rules eingestellt, damit ihr keine Probleme habt, wenn ihr das Projekt zu dieser Firma, zu diesem Platinenhersteller hochladet. Und ich kann natürlich hier noch mehr meine eigenen Benutzervorlagen erzeugen. Auch dazu habe ich schon Videos gemacht, werde ich aber auch hier nochmal in der Version 7 zeigen. So, dann brechen wir hier mal an der Stelle ab. Gehen wir mal hier ins nächste Verzeichnis. Da haben wir hier die üblichen Bearbeiten, Funktionen ausschneiden, kopieren, einfügen. Ich kann also jetzt hier irgendwelche Dateien ausschneiden, kopieren, einfügen. Ich habe diese Funktion hier noch nie gebraucht. Ich mache das im Zweifel dann entweder hier über das Archivieren oder über den normalen Dateiexplorer. Das ist deutlich angenehmer. Dann haben wir hier nochmal die Ansicht. Hier Ansicht erneuern, auch diesen Button hier links. Wir können jetzt hier einen Texteditor öffnen. Wie man das einstellt, wir sehen, er hat jetzt hier keinen gefunden. Das zeige ich euch noch. Den kann man jetzt hier auswählen. Das zeige ich euch noch, wie man den einstellt. Dann würde jetzt hier ein Texteditor geöffnet werden und ich könnte jetzt hier zum Beispiel eben den Schaltplan als Textdatei sofort direkt öffnen. Zeige ich euch noch, wie das funktioniert. Dann haben wir hier noch ein paar Werkzeuge. Das heißt, hier sind unsere Werkzeuge nochmal, die wir hier auch rechts sehen. Also das, was wir hier rechts sehen zum Anklicken, haben wir hier oben nochmal in dem Menüpunkt Werkzeuge. Zuzüglich hier lokale Dateien bearbeiten. Kann ich also jetzt hier nochmal drauf gehen. Ja, wenn ich hier, ich habe es jetzt gesehen, ich mache mal abbrechen. Ich kann hier unten Werkzeuge, lokale Dateien bearbeiten. Kann ich jetzt hier zum Beispiel einen Doppelklick drauf machen. Und hätte ich jetzt den Standard-Editor, so jetzt will er hier das öffnen, hätte ich den jetzt hier über die Einstellungen im Texteditor eingestellt, würde jetzt diese Datei hier im Standard-Editor geöffnet. Dann haben wir hier Einstellungen. Hier können wir unsere Bibliotheken verwalten, Pfade konfigurieren und einige Einstellungen vornehmen und unter anderem auch hier unsere deutsche Sprache auswählen. Mittlerweile funktioniert das eben auch hier in Linux. Das ist ein ganz wichtiges Menü. Hier zu dem Pfade konfigurieren, Symbolbibliotheken verwalten, Footprint-Bibliotheken verwalten und Einstellungen werde ich dann ein separates Video machen. Das wird dann im nächsten Video stattfinden. Ich möchte euch jetzt hier erstmal nur die Oberfläche zeigen. Das ist ganz wichtig. Merkt euch das hier, Einstellungen, da müsst ihr eigentlich in der Regel recht oft rein. Und wir haben hier nochmal die Hilfe. Ich kann mir jetzt also hier eine Online-Hilfe abrufen lassen. Die ersten Schritte in KiCad, da gibt es nochmal so eine kleine Anleitung. Ich kann ja mal drauf gehen. Wer Internetverbindung hat, der kommt dann halt, liegt sogar lokal hier als kleines
als kleine Anleitung hier. Ihr seht es allerdings in Englisch, aber das ist ja kein Problem. Es gibt Übersetzer, wer des Englischen nicht unbedingt so mächtig ist. Auch das kann man sich durchaus mal in einer ruhigen Minute durchlesen oder mal übersetzen lassen und hat dann hier auch die Möglichkeit, sich die eine oder andere Information rauszuziehen. Liegt auch, wie gesagt, hier lokal. Dann haben wir hier nochmal die Hilfe. Auch die ist nochmal mit installiert worden. Da haben wir hier nochmal das Referenzhandbuch und entsprechende Systemrequirements und so weiter kann ich hier navigieren. Auch das empfehle ich mal für die ruhige Minute. Sehr lehrreich, hilfreich. Wichtig ist zum Beispiel auch dieser Menüeintrag. Das sind hier die Tastaturbefehle. Ich hatte es ja bereits erwähnt und da werde ich auch in Zukunft ordentlich drauf rumreiten. Wir haben ja jetzt hier sogenannte Shortcuts. Natürlich kann man sich nicht alle merken. Und es sind auch nicht alle vergeben. Aber es gibt einige, die man wirklich ständig braucht und ihr macht euch sonst zum Kuckuck, wenn ihr hier ständig immer klickt. Ihr seid einfach über die Tastatur in der Bedienung schneller. Da werde ich, wie gesagt, nochmal auch ein separates Video dazu machen. Dann haben wir hier die Möglichkeit mitzumachen, wer das möchte. Spenden, ganz wichtig. Ja, Entwickler leben nicht von Luft und Liebe, auch die brauchen mal was zu essen. Und hier kann man durchaus mal eine Donation machen. Ja, PayPal ist, denke ich, wahrscheinlich hier sowieso weit verbreitet in Deutschland. Klicken und dann entsprechend mal einloggen und dann kann man sich hier mal mit 40 US-Dollar oder wie auch immer oder 10 beteiligen. Nur so lebt das Projekt und wer mit KiCad zufrieden ist und vielleicht auch eine KiCad 8-Version irgendwann mal haben möchte, der sollte da ja mal die Penunzen aus der Tasche rausholen. Ich kann hier auch Fehler melden. Das ist ja so ein Bug-Reporting-System, falls das mal nötig sein sollte. Da kommt jetzt hier von mir ein Browser die Skriptwarnung. Aber das wäre auch möglich, wenn man also hier Fehler melden möchte. Und ansonsten haben wir hier über KiCad nochmal eine Auswahl, wer hier oder was KiCad ist, in welcher Version wir uns hier gerade bewegen. In dem Fall hier die 7.0.0 mit dem Stand Ubuntu 20.04 Release Build. Wir sehen hier mal die ganzen Entwickler. Wir haben hier die Namen für die Dokumentationsschreiber. Das Bibliothekteam, Designer, Übersetzer und hier Paketverwalter und die hier unten nochmal die Lizenzversion, eben hier eine Open Source General Public License GPL in der Version 3 oder neuer. Ich kann mir hier dann nochmal meine Versionsinfo kopieren, zum Beispiel wenn ich irgendwo in einem Forum mal Fragen stelle und die wollen meine Version. Info, meine Versionsinfo haben, dann kann ich das hier über Kopieren in die Zwischenablage einfügen und dort dann wieder im Forum zum Beispiel wieder einfügen. Also hier kopieren und dann da einfügen. So, okay, das soweit. Hier nochmal Spenden-Button. Das soll es jetzt mal hier zu dieser grundlegenden Oberfläche gewesen sein. Damit könnt ihr erstmal euch vertraut machen, wer KiCad noch gar nicht kennt, dass ihr ungefähr wisst, was hier wo stattfindet. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.